Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie man Brüche grafisch darstellt. Aber zunächst klären wir einmal die Frage, was ist überhaupt ein Bruch? Ein Bruch sieht beispielsweise so aus. Er besteht aus zwei Zahlen, die übereinander stehen, und zwischen diesen Zahlen befindet sich der sogenannte Bruchstrich. Die obere Zahl, in unserem Fall die 1, wird Zähler genannt. Darunter befindet sich eben der Bruchstrich und die Zahl darunter wird als Nenner bezeichnet. In unserem Fall ist es die 2. Aber was bedeuten Nenner und Zähler überhaupt? Dafür habe ich eine kleine Zusammenfassung für euch aufgeschrieben. Also, der Nenner zeigt dir, in wie viele gleich große Teile du das Ganze teilen sollst. Der Zähler gibt an, wie viele dieser Teile du weiter verwendest. Nun wisst ihr, was Nenner und Zähler bedeuten. Aber was das Ganze ist, wissen wir noch nicht und das zeige ich euch jetzt. Nehmen wir als Beispiel etwas, das sicher jeder kennt und auf irgendeine Weise lecker findet. Eine Pizza. Wir nehmen an, unsere Pizza ist unser Ganzes. Ein Ganzes kann man als 1 schreiben oder in Bruchschreibweise als im Zähler die 1, dann den Bruchstrich und im Nenner ebenfalls die 1. Also das bedeutet einmal ein Ganzes. Als nächstes zeige ich euch, was ein halbes bedeutet. Diesen Begriff habt ihr sicher schon einmal gehört oder angewendet. Zum Beispiel, ich brauche noch eine halbe Stunde länger oder ähnliches. Ein halbes sieht in Bruchdarstellung so aus. Die 1, also unser Zähler, steht oben und die 2, unser Nenner. Ich habe nun immer den Zähler in Orange eingezeichnet und den Nenner in Grün. Jetzt ist die Frage, was überhaupt ein halbes von einer ganzen Pizza ist. Dafür müsst ihr euch meine Zusammenfassung wieder in Erinnerung rufen. Zuerst betrachten wir unseren Nenner. In dem Fall ist es die 2. Der Nenner zeigt mir an, in wie viele gleich große Teile ich das Ganze teile. Das bedeutet, in unserem Fall bei der Pizza teile ich die Pizza in zwei gleich große Teile. Das sieht dann so aus. Als nächstes betrachten wir unseren Zähler. Das ist in dem Fall die 1. Und der Zähler gibt uns ja an, wie viele Teile wir weiterverwenden. Das bedeutet, wir benötigen nicht beide Hälften, sondern nur eine. Und genau das ist eine halbe Pizza. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir wollen nun wissen, was 3/4 Pizza ist. Dafür betrachten wir zuerst wieder den Nenner. In dem Fall ist es die 4. Das bedeutet, wir teilen unsere ganze Pizza in 4 gleich große Teile auf. Das sieht dann so aus. Ihr seht, diese 4 Pizzastücke sind alle gleich groß. Im nächsten Schritt betrachten wir wieder unseren Zähler. Das ist in dem Fall die 3. Das bedeutet, wir benötigen 3 von diesen 4 Teilen, um 3/4 einer ganzen Pizza zu zeigen. Und das bedeutet, wir benötigen nur 1, 2, 3. Das vierte Stück kam weg und schon haben wir 3/4 einer ganzen Pizza. Natürlich gibt es nicht nur Viertelaufteilungen oder halbe Aufteilungen, sondern es geht noch viel weitere Aufteilungen. Ein weiterer Bruch wäre 2/6.
Zuerst betrachten wir wieder unseren Nenner. Das ist in dem Fall unsere 6. Das bedeutet natürlich, wir müssen unsere Pizza, also unser Ganzes, in 6 gleich große Teile aufteilen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So. Ich benötige aber nur 2 Sechstel. Das bedeutet, ich schaue mir wieder unseren Zähler an, in dem Fall die 2, der ja nichts anderes sagt, dass ich nur 2 von diesen 6 gleich großen Stücken haben will. Was bedeutet, die 4 Teile brauche ich hier nicht, sondern nur die 2, um 2 Sechstel einer ganzen Pizza darzustellen. Eine letzte Bruchdarstellung will ich euch auch noch zeigen, da diese ebenfalls sehr oft in euren Schulbüchern vorkommen wird, nämlich 5 Achtel. Wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, teile ich meine ganze Pizza in 8 gleich große Teile auf. Das sieht dann so aus. Als nächstes betrachten wir wieder unseren Zähler. Es ist in dem Fall die 5. Das bedeutet, ich benötige 5 von diesen 8 gleich großen Teilen, um 5 Achtel einer ganzen Pizza darstellen zu können. Das bedeutet, ich nehme 1, 2, 3 Stück einmal weg und habe dann übrig 1, 2, 3, 4, 5 Achtel einer ganzen Pizza. Im nächsten Video werde ich euch noch weitere Beispiele zur grafischen Darstellung von Brüchen zeigen.